Hallo Freaks, I'm back in the garage. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal ein Karo-Kaffee. Damit ich nicht die ganze Nacht wach bleibe. Ja, heute ist richtige Männerarbeit angesagt. Ich habe mir so ein richtiges Werkzeug für Männer gekauft. Ne, nicht gekauft, ich habe es geliehen. Die Nuss habe ich mir gekauft. Ja, weil ich habe hier eine 38er Mutter von meiner Radnabe. Ich will die Bremse wechseln heute. Und ja, da brauchte ich mal so eine richtig große Nuss. Habe ich natürlich nicht. Es geht heute um Bremse reparieren beim Toro Greensmaster. Völlig verschlissen das Ding. Ich habe schöne neue Teile. Die sehen richtig gut aus. Und die versuchen wir heute mal zu wechseln. Ich habe den Schlüssel nur heute Abend. Deswegen muss ich gleich voll durchstarten. Beide Seiten wechseln. Bleibt dran. Wird spannend. Viel Spaß. Ja, Freaks, in meiner Garage herrscht das nackte Chaos. So, was ist hier am Start? Hier sind die Toro-Spindeln am Start. Da habe ich Teile lackiert. Hier liegen die ganzen neuen Toro-Teile. Hier hängt mein Mäher. Da fehlt mir die richtige Nuss. Oh, ich kann hier kaum treten. Ey, ist ein Scheiß. Da sind die neuen. Hier voll krass hier. Meine John Deere Teile. Oh, ganz frisch lackiert. Das ist der Oberhammer. Sehen diese Teile gut aus? Ist das cool? Oh, ich drehe völlig durch. Aber John Deere hat immer noch keine Teile geliefert. Seit Wochen warte ich auf die John Deere Ersatzteile. Ich werde wahnsinnig. Ja, voll krass hier. Die Deckel vom John Deere ganz frisch lackiert in Schwarz. Hammer, Schlag. Cool. Hier, Freaks, das müsst ihr euch angucken. Hier hat mir die Batterie drauf gestanden. Da ist eine fette Metallplatte völlig in die Bestandteile aufgelöst. Ja, da seht ihr die 38er Nuss. Jetzt muss ich hier ein Gegenlager einsetzen, weil wenn ich hier drehe, dreht sich alles mit. Jetzt die Last jetzt schön auf die ganzen Gewindebolzen zu verteilen. Und jetzt hoffe ich mal, dass diese scheiß Mutter. Oh, Kacke. Oh nein, oh nein, oh nein, ey. Oh nein, oh nein, oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Eieieiei. Oh, Hilfe, ey, Leute. Ja! 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 Hammer! Es geht ab, Freaks! Wir müssen jetzt die Radnabe runterziehen. Das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, hab ich gedacht. So, aber ich habe eine Idee. Ich habe jetzt hier einen Schlüssel zwischengelegt. Und jetzt auch noch die richtige. Tja. Und jetzt schön gleichmäßig alle vier anziehen. In der Hoffnung, dass die Radnabe kommt. Ah, da passiert gar nichts. Ha! Oh Mann, ey. So, ich setze das Rad jetzt wieder drauf. Wahrscheinlich würde helfen, ein bisschen um die Erde zu fahren, um diese Radnabe zu lösen, aber die ist so bombenfest.
so bombenfest, da geht gar nichts. Ein Riesenproblem hier. Wir müssen nämlich die Narbe abziehen und ich habe natürlich einen Schlüssel gehabt, habt ihr gesehen, aber ich habe keinen Narbenabzieher gehabt. Und hier hat meine super tolle Frau besorgt. Was für ein Monster, was für ein Monster. Ja, das ist ja kacke. Von wegen, das passt. Das passt mal eben, gerade eben. Hier, das passt, ne? Aber das nützt ja nichts. Nee, ich krieg's ja nicht raufgesteckt dann. Deswegen. So eine Kacke. So. So treffe ich aber. Nee. Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Du kannst es eben nicht durchstecken, das meine ich, weil es ein fünfteiliger ist und du hast eben nur einen vierteiligen. Ey, ich habe das doch extra mitgegeben. Ja, aber die haben keinen anderen. Und ich habe gesagt, du willst es auf die Bolzen stecken. Ja, das funktioniert doch nicht. Aber es geht ja nicht, weil du ja nicht durchstecken kannst. Das funktioniert nicht. Dann nicht. Jungs, war nix. Funktioniert nicht. Versuch Nummer 3, die Radnarbe runterzuziehen. Jetzt hat meine liebe Frau mir den zweiten Abzieher besorgt. Vom zweiten Geschäft. Ein schickes Teil hier, ein richtiger fetter Abzieher. So, jetzt versuchen wir das nochmal. Ein Drama ohne Ende. Ein Drama ohne Ende. Ja, liebe Rasenfreaks, das war es wieder mit meinem Video für heute. Schön, dass ihr es ertragen habt. Nur Dramen, nichts hat geklappt. Ich muss jetzt diese Radmotoren von meiner lieben Frau zum Händler bringen lassen. Der muss mir die Radnarbe runterziehen. Ich habe keine andere Chance. Ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll. Aber der Rasen wächst. Das Wetter ist nicht schlecht. Es regnet gerade sehr viel bei uns. Der Rasen sieht richtig gut aus. Ich habe immer noch nicht gedüngt. Ich bin total hinterher. Ich kriege meine Videos nicht hochgeladen. Egal, wer jammert nicht. Wir schauen nach vorne. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Und dann hoffentlich mit Rasenmäher-Videos. Ihr seid dabei. Freue mich, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.